Stellen und verbellen ein ganz leichtes Belästigen. Ich finde schon, dass so eine kleine Idee hochvoller Blutfall ist. Ich mache immer noch ein bisschen Pause. Aber leider ganz am Ende, da habe ich die Wachen verloren. Ich habe den Mund gleich an eine Position stellen, da wird der unruhig. Ich hatte gerade gesagt, wir sind da oben, da kamen wir alles überein, aber da hätte der Hund schon stabil am Helfer verbleiben müssen. Insgesamt habe ich eine Befügung gegeben. Der Hund lässt sich sehr gut abwägen zur Flucht. Die Flucht selber zeigt einen vollen festen Griff. Trennt sauber, die Wacht auch sehr gut. Bei der anschließenden Abteilungsangriff der Rangfahrer wird sehr schnell einleisten. Das ist ein bisschen schön, aber was wir dafür ist, die Leute zu machen. Das ist einfach nicht ganz so schnell aus der Arme aus. Da wird der Schnauze nicht immer stehen. Die Übung ist aber noch sehr gut. Bei dem anschließenden Rückentransport ein bisschen auf den Abstand achten, minimales Wort für die Übung ist aber noch SG. Bei dem anschließenden Überfall auf den Mund auch noch nicht. Also habe ich das unglücklich, da fehlt so der allererste Anbiss, denn die Griff selber danach zeigt das sehr fest und hart. Und auch da beim Trennen, auch da sollte die Übergangsphase etwas gezeigt werden, also doch ein bisschen schneller auf Arm. Die Übung ist aber noch befriedigend. Der anschließende Angriff auf den Mund aus der Bewegung, das zeigt ein sehr vorzügliches Griffverhalten, trennt sauber, bewacht sehr gut. Bei der anschließenden Abwehr, da auch sehr schön, reicht sehr schön ein, hält den Griff, die trennt auch sauber, aber da auch eine kleine Idee, wenn er dran steht. War ein bisschen arg früh raus, aber noch rum. Es geht, verbleibt heute auch eines SG mit 90 Punkten. Wir sind aus.